Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to the World 2 mit Sparta. Ja, es ist mal wieder soweit. Sparta ist an der Reihe und nicht immer nur die kleinen Seleukiden mit den Pferden. Ja, hier erstmal eine fette Schlacht, muss mal wieder reinkommen. Sorry, dass Sparta jetzt immer mal wieder ausgefallen ist. Ja. Ist halt gerade sehr viel los in der Arbeit. So als Selbstständiger hat man halt auch sehr oft Wochenende Arbeit und so weiter. Und genau, aber das weiß ja hier jeder und das ist auch alles in Ordnung. Genau, so. Also, jetzt muss ich mal kurz schauen, was machen wir hier eigentlich für tolle Sachen. Ich würde das mal so machen. Die da brauchen wir nicht. Die da könnten wir hier einfach mal aufstellen. Vielleicht sogar hier einfach. So. Dann die machen Brandschaden. Brandschaden, also Brandschuss. Schuss. Genau, die da kommen genau hier vor. Also an sich könnte ich die auch aufteilen, aber hier sieht es halt cool aus. Genau. Und, dadurch können die auch ja, sich etwas breiter ausstellen. Vorteil ist ja, ist bei den Bogenschützen einfach, dass sie auch über Häuser und so weiter schießen können. Das ist sehr, sehr cool immer. Und sehr, sehr praktisch. Und die gehen mal hier hin. Und die da helfen aus. So, wo ist mein General? Der ist hier. Der kann aber auch noch nichts, ne? Okay. Und die sind hier mal so als Unterstützung da. Dann können wir starten. So. Das Ding ist halt, dass ich... ja, also bei den Seleukiden habe ich schon sehr viel vorgearbeitet. Und ja, das war einfach... unser Nachbarshund, der bellt die ganze Zeit, das stört mich, das nervt. Nee, genau, also mit den Seleukiden habe ich halt, als ich Zeit hatte, habe ich so, keine Ahnung, ich glaube 5 oder 6 in Folge aufgenommen, was halt sehr, sehr praktisch war. Und ja. Dementsprechend, ja, was halt super cool zu sehen, dass dann plötzlich Sparta nicht mehr oder vorbei war auf dem Kanal. Na. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten. So. Also die beiden müssen jetzt hier die angreifen. Die kommen hier hin, die da müssen mal sich noch mal aufstellen. Das tut schon weh. Ich habe vergessen, Feuer anzumachen. Wieso gehen die jetzt vor? Sie werden mit brennenden Geschossen angezündet, ja. Da mache ich mal überall brennende Geschosse. Bogenschützen,
So, sollte eigentlich easy sein. Ah, ein paar brennt schon. Cool. So, der kommt mal hier hin. Aber wie gesagt, also heute habe ich ein bisschen Zeit gefunden und ich denke, dass ja, dass ich heute dann wieder ein paar Sachen aufnehmen kann. Und ja, dementsprechend wird es auch in nächster Zeit wieder konstanter hochgeladen werden. Okay. Hier, komm mal hier hin. Oder dahin. Du gehst mal zurück. Nein, nein, nein. Das nervt immer so, wenn die dann vorgehen. Aber da gab es, glaube ich, auch einen Befehl. Warte mal, warte mal. Hier, das da war's. Glaube ich zumindest. Kommt ihr? Ja. Okay, warte, ich schau mal, wie weit die beiden. Stallschleuderer können ein bisschen weiter schießen, vor allen Dingen, weil die schießen ja hier hin, also auf die Pikeniere. Ja. Ihr könnt schon weiter schießen, ne? Einer macht mal brennender Schuss, der macht auch brennenden Schuss. So. Und jetzt kommen die auch langsam aus ihrer Deckung raus hier. So. Ist auf jeden Fall angenehmer, sowas Einfaches wie Spartaner zu spielen. Weil da muss man eigentlich ja, micromanagen, muss man echt nicht viel machen. Man hat seine Phalanxen und wenn der Gegner so einfach kämpft wie der Gegner momentan, also ja, das ist dann echt easy. Also schwer wird es dann nur, wenn man krass in der Unterzahl ist und wenn der Feind dann ja wirklich krasse Einheiten hat. Also klar, die Adeligen sind cool, die Speerträger sind ja, also es der hat auf jeden Fall gute Einheiten, das kann man nicht bestreiten. Aber wir haben halt eine Pikenphalanx und er hat nur zwei oder drei Steinschleuderer und eine oder zwei Plankler-Kavalleristen. Und das ist halt dann echt easy. Also schwer wird es halt nur, wenn ich gegen mich selbst kämpfen würde. Also meine Armee gegen meine Armee. Bei dem der Feind wirklich dann fünf oder mehr Bogenschützen oder halt Fernkämpfer hat, dann wird's kritisch. Dann wird's kritisch. Weil
Ja, das ist halt dann einfach. Du kannst nicht einfach dich einigeln. Das geht natürlich dann nicht. Und das ist halt dann. Das ist halt dann schon echt viel schwerer. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Also sobald der Feind dann Rüstungsdurchdringung und also gut gegen gerüstete Leute ist, oder also Bonus Schaden so gegen stark gerüstete, das ist das falsche Wort. Aber starke Einheiten mit starker Rüstung so. Also sehr schwere Einheiten sind es dann. Super schwere Infanterie so. Sobald der Feind da was hat, ja. Sobald er gegen die was hat, habe ich ja echt Schwierigkeiten. Und das sind meistens Speerwerfer oder eben Bogenschützen. Steinschleuderer eigentlich nur bedingt, nur ein paar Einheiten sind da sehr gut. Was eigentlich echt interessant ist, weil historisch gesehen war es eigentlich mehr oder weniger andersrum. Also die Steinschleuderer. Was soll denn der jetzt? Okay. Weil Steinschleuderer waren eigentlich extrem heftig gut. Also gegen Rüstung. Weil, klar, die haben die selten durchschlagen, aber die haben so eine Wucht gehabt, dass das eigentlich egal war, ob die durchschlagen haben oder nicht. Also dementsprechend, ja, war das schon eigentlich immer ziemlich nichtig. So. Deswegen war es relativ nichtig, ob der Feind gut gepanzert war oder nicht, weil die Steinschleuderer, das war eben an sich nur am Anfang so, dass das Steinschleuderer waren. Im Krieg waren das eigentlich, also jetzt unter den Römern wurden die dann so verbessert, dass die eben keine Steine hatten, sondern Bleigeschosse. Und die haben dann so eine krasse Wucht. Also die Karthager zum Beispiel oder beziehungsweise die Puner, die haben sich ja selbst als, also die Karthager, die Bezeichnung ist ja römisch, also lateinisch. Und die Karthager haben sich selbst die Puner genannt. Deswegen heißt es ja auch der Punische Krieg 1, 2 und 3. Und die waren für ihre Steinschleuderer bekannt und gefürchtet. Und da haben, soweit ich mich erinnern kann, haben da die Römer die Macht der Steinschleuderer wirklich kennengelernt. Unser General wird angegriffen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt, ob das da war oder ob es nicht ein bisschen früher schon war, dass die Römer Steinschleuderer benutzt haben. Aber könnte ich mir schon vorstellen. Weil die Römer waren extrem gut darin, die Feinde zu kopieren. Und das Beste aus, also die haben das Beste aus ihren Feinden genommen, von ihren Feinden genommen und perfektioniert. Und deswegen war Rom ja auch so unglaublich stark. Weil die, ja, waren nicht so eitel und haben so gesagt, so, die Feinde sind schlecht. Also, ja, das, also Propaganda und so weiter, das war sehr stark bei den Römern vertreten, das schon. Aber sie waren sich nicht zu schade und zu stolz, von den Feinden zu lernen. Also mit der Phalanx genauso, also bei den Griechen haben sie die Phalanx dann auch in ihrer
ihre Militären bei ihren militärischen Aktionen auch benutzt. Genau. Ja. Der muss gerade ganz schön einstecken. Die Speerkämpfer sind halt auch ein bisschen nervig, weil die eben die vollen Speere haben. Lange hält der nicht mehr aus. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Die kommen mal nach. Die stellen sich ein bisschen um. Und Feuer auf den. Sehr schön. Uiuiui. Ja, die sind auch nicht so stark geschützt, gepanzert. Also Munition habe ich noch echt genug. Das ist gut. Also wenn die Pikiniere aushalten, dann könnte es gut werden. 65 habe ich noch. Wird stetig weniger. Der hat noch fast alles, das ist schlecht. Okay, dann mache ich mal kurz langsamer. Okay, der General geht mal kurz hinter und ruht sich aus. Weil sonst macht der alle fertig hier. So, die da sind auch fast durch. Ist gut. Dann ihr geht hier hin. Okay, die rennen. Okay, ja, die lasse ich noch mal am Leben und fokussiere mich jetzt auf die. So, und sobald die nur noch ganz wenig haben, würde ich dann anfangen hier reinzuschießen. Wobei, das mache ich jetzt schon. Ich gehe nach da und schieße nach da. Okay. Ich könnte auch anfangen nach da zu schießen, aber das mache ich nicht. Das ist zu risky. Okay, vorspulen. Wie die zwei da hinten hingekommen sind, ne? Das nervt. Jetzt gehe ich mal auf den General. Das war zu spät. Die Männer wanken. Na gut.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, dann verliere ich das. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Passiert. Okay, war das 5-9? 9-9, okay. Ja. Also, ja, sein General war schon sehr gut, muss ich schon zugeben. Nemnos, so, was ist denn das? Okay, da ist es. Wir schauen gerade nach Südosten. Das mache ich automatisch. Was ist denn mit den Getulern los? Mache ich auch automatisch. Sind ja nur die Garnisonsarmeen oder Garnisonisten da. Ist wurscht. Ist der dumm? Ja. Habe ich den das letzte Mal erobert? Macht er deswegen so Suicide-Ding? Wahrscheinlich. Bereit zu kommandieren. Ja, das war's. Ich glaube, die habe ich letztes Mal wirklich vernichtet. So, was habe ich jetzt? Das da habe ich verloren. Die da, oder? Ich glaube schon. Dann kann ich die ja wieder nehmen. Warte, ich habe 30.000. Genau. Tja, tut mir leid, aber jetzt kommt die Armee. So, der hat geplündert, diese Sau. Okay, Tempel und Essen. Das ist ja schon wieder 20 Minuten, ne? Hier mal Essen. Da muss ich, ja, mache ich einen Tempel hin. Rom. Was mache ich bei Rom? Weinhändler, oder? Komm. Römer muss man betrunken machen, dann ist alles in Ordnung. Minus 8 Nahrung, das passt. Hier, Tempel mache ich schon. Dann mache ich da auch. Sammlungsort, damit die Leute glücklich sind. Oh. So, okay. Du wirst ausgebildet. Hä? Warte mal. Achso, ich kann mir das alles nicht leisten. Jetzt habe ich ja schon Rüstung schon Stufe 3. Uiuiui. Das ist natürlich krass. Okay. Gut. Kurzer Blick auf die Karte. Also Pergamon wird heftig. Und interessant. Das ist echt lustig, dass das Pontos Pergamon hier eigentlich rausgetrieben hat, ne? Und Pontos ist ja auch unser Verbündeter. Okay. Massilia ist jetzt hier. Okay, ja, also
Hier mit der Armee werde ich dann diese drei noch einnehmen. Mit denen werde ich hier straight hochgehen und mit denen so. Mit denen fange ich dann bald mal mit den Geten an. Mit denen auch. Irgendwie so. Und dann mit der Armee werde ich dann Richtung Ägypten marschieren. Also Syrakus muss ich ja auch übernehmen. Ja. Okay. Gut. Aber ja, also verlieren jetzt können wir eigentlich nicht mehr, es sei denn, der führt uns einen heftigen Bürgerkrieg. Aber sieht da momentan sehr gut aus. Und warte, hier. Und ja, wenn Bürgerkriege sind, es nur kleine. Also das da wäre ärgerlich, weil bis ich dahin dann komme mit Armeen, das ist ein bisschen blöd. Okay. Was wollte ich noch machen? Genau hier ein bisschen. Kein Geld mehr. Gut, dann war es das auch schon für diese Folge. Jetzt kommen wieder ein paar, also ich hoffe, paar Folgen wieder, ja, nach Zeitplan. Und genau, weil an sich wollte ich jetzt auch eine Serie aufnehmen. Aber naja. Jetzt ruft wieder die Arbeit. Gut, dann habt noch einen tollen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye.